Okay, was für ein Fall ist das, Dooley? Weise mich ein. Fall? Nee, ich muss ein paar überfällige Bücher zurückgeben. Also, das sich drehende Lila Vortex-Ding über dem Gebäude hat nichts damit zu tun, warum wir hier sind? Komm schon, Detective. Du wirst wohl kaum das Wetter verhaften. Was du nicht alles dafür tust, um deine Abteilung zu rechtfertigen. Bringen wir es hinter uns. So. Okay. Dooley. Wir sind jeden Augenblick soweit, Detective. Was haben wir noch? Irgendwas Schönes hier? Streifen wir. Was glaubst du, wie viele Fälle wir lösen müssen, um einen Wagen zu bekommen, bei dem der Regen nicht durchsickert? Tja, das ist eine gute Frage. Es hält uns frisch. Sogar scharfsinnig. Tja, dann. Geh mal rein. Versäumen, Monsieur Bürin? Ich hätte verlängern müssen? Wie soll das denn gehen? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Streckbank für Bücher zu Hause. Okay. Du kamst auch mit deinem Charme nicht aus dieser Sache raus, Patrick. Regeln sind Regeln. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Hast du irgendwelche Parktickets, von denen du dich verabschieden möchtest? Dooley, versuchst du dich mit Bestechung, um die Strafe zu drücken? Nein? Hier habe ich eine Einigung für dich. Ich lasse deine Versäumnisgebühren fallen, wenn du das lästige Kind verhaftest. Kind? Das, was für den Sturm verantwortlich ist. Und du weißt schon, für die Geister. Geister? Was? Ja, Bücher? Ist das Ihr Lesestapel? Oh, die habe ich alle schon gelesen. Dem Schreibtisch fehlt ein Bein, also benutze ich sie, um den Computer auszubalancieren. Ja, na klar. Was haben Sie über Geister gesagt? An diesem Ort spukt es. Du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Flackernde Lichter, schwebende Bücher, seltsame Geräusche, schaurige, purpurne Stürme. Es vertreibt die Leser. Und Sie sagen, ein Kind ist schuld? Es ist der Einzige hier, der oft genug da ist. Verdächtig oft, wenn du mich fragst. Ich werde mir das ansehen. Tu es, oder ich rufe ein paar schrullige Priester und oder einen fragwürdigen, geisterjagenden Anfänger, um das in Ordnung zu bringen. Welche Bücher hat Dooley sich ausgeliehen? Er hat, wie man einen Rave veranstaltet, Roseville, New Mexico, der Ort, an dem die Aliens Versuche mit uns durchführen. Und das Gesetz, was es ist und brauchen wir es wirklich? Schön. Ah, ein Polizist, großartig. Hey, was ist mit dem Bücherei-Lesergeheimnis? Wirklich, kein Ding, Kumpel. Ich nehme an, das mit dem Gesetzbuch hast du aufgegeben. Er hatte zu wenig Bilder. Was lesen Sie da? Geil. Geil, die herzzerreißende Geschichte eines Mädchens, das sich in einen umgekehrten Vampir verliebt. Ein was? In einen umgekehrten Vampir. Er kann nur tagsüber herauskommen. Oh, ist so geil. Ich bin an der Stelle, als ihre Prom-Night ist und er ihr verspricht, sie zu begleiten. Aber die Zeit schreitet weiter voran und plötzlich ist es Nacht. Was passiert, wenn er nachts rausgeht?
dann wird er richtig schläfrig. Oh, das ist ja ein geiles Spiel, Alter. Hört sich interessant an. Was? Das hört sich schrecklich an, Detective. Na dann, tschüss. Falls du etwas benötigst, ich bin hier. Außer, ich bin nicht hier. Toll. Großartig. Also, ich liebe ja diese Art des Humors. Ne? Das ist halt einfach toll. Pflanze. Aus einem gewissen Blinkwinkel gesehen hat Dooley verrückte Haare. Ja, Sideshow Bob lässt grüßen. Was hat Dooley zu sagen? Ich dachte, du findest den Besitz von Büchern verdächtig. Ist ja auch so. Aber für ihr heimes... aber... was? Was für heimes Zeug liest du denn? Dass du es nicht in die Bücherei um die Ecke bekommen kannst. Ja, shit. Vielleicht haben die Leute gerne eigene Bücher. Vielleicht ist das ein Bazillenproblem. Bazillen? Du glaubst auch wirklich alles, was Hollywood dir erzählt. Ja, okay, alles klar. Wir haben das Büro. Wir gehen mal ins Büro. Was? Ein Computer? Der Computer scheint kaputt zu sein. Okay. Das ist nicht wirklich, der ist nicht wirklich kaputt. Der ist innen hohl. So kann man darin mehr Bücher aufbauen. Großartig. Großartig. Büroutensilien. Man weiß nie, wann man etwas in der Mitte durchschneiden muss. Oder in der groben. Schätzen bitte. Ja. Ja, und wir haben eine Schere erhalten. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Lampe. Selbst die Lampe flackert. Okay. Kalender? Ich habe das letztens für Doris besorgt, als ich aus dem Versäumnisgebühren rauskommen musste. Dieses Mal muss ich wohl härtere Bandagen aufziehen. Ah, geil, die Gesicht von ihr. Schön. Ah, großartig. Großartig. Fotokopierer. Ein älterer Fotokopierer. Ein alter Fotokopierer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns viel bringt. Oh doch, jedes Jahr, wenn die Karte erneuert werden muss, macht Doris ein Bild vom Hintern fürs Archiv. Schön. Vom Hintern? Von jedem? Nur von meinem. Wenn ich so darüber nachdenke... Das ist der Preis für all das Training? Training? Training, oh, Entschuldigung. Das ist der Preis für all das Training, schätze ich. Ja, was haben wir denn noch? Mülleimer? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Dein Kredit ist gestrichen, du arme Sau. Schön. Garderobe? Sieht aus, als wären einige dieser Mäntel schon seit Jahren hier. Wir sollten ihre Taschen durchsuchen. Ha. Du weißt schon. Na, beweisen! Oh, und wir haben einen Knopf erhalten. Ein Knopf. Okay. Cool. Ja, dann gehen wir mal wieder in die Lobby. Was haben wir noch? Wir haben einen Fahrstuhl. Ein Ruheschild. Ein Rusch. Flackerndes Licht. Das Geflacker frustriert sicher ganz schön beim Lesen. Ja. Ein alter Fahrstuhl. Wo ist die Treppe? Wir haben keine. Es hatte hier gebrannt und ironischerweise war die Feuertreppe das einzige, das zerstört wurde. Das ist geil. Oh! Oh, was haben wir denn? Wir haben die Rezeption, Science Fiction, Fantasy und Kinder. Wir haben den Lesesaal Hobby und Horror, wo der Knopf kaputt ist. Der Knopf für den vierten Stock fehlt. Tetraphobie. Tetraphobie? Die Angst vor der Zahl 4. Es ist durchaus üblich, dass Gebäude in China keinen vierten Stock besitzen. Was? Was? Aber es gibt den vierten Stock. Der Knopf fehlt nur. Oh ja. Und wir sind nicht in China. Du hast immer auf alles eine Antwort, was? Okay, cool. Na dann würde ich mal sagen, düsen wir erstmal in den zweiten Stock. Science Fiction, Fantasy und Kinderliteratur. So, eine Statue. Hör auf zu zwinkern. Pflanze? Was für seltsame Blätter diese Pflanze hat. Tja. Das ist nur der abgestorbene Baum, wo Doris ihre Strümpfe trocknet. Das ist ja ekelhaft. So, Kinderabteilung. Ne, gehen wir mal in die Kinderabteilung erstmal. Oh, klein Devin. Was ist mit dem hier?
Die Worte sind kurz und ich glaube, ich kann das ganze Buch von vorne bis hinten durchlesen. Hm. Oh, ist das für meine Altersgruppe geeignet? Ich habe ein Buch über Bücher für meine Altersgruppe gelesen. Habe ein Buch über Bücher meiner Altersgruppe. Geil. Das sind alles Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich mag es, weil ich alle Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde hier schon gelesen habe. Okay, Klein Devin. Mit wem redest du, Kleiner? Ich sage dir gar nichts. Ich habe gehört, was Leute passiert, die petzen. Die modernen Medien erschweren uns wirklich den Job. Okay, wiederholt nur. Ein schwebendes Buch. Nun, das ist nicht richtig. Netter Trick. Aus welchem Magiebuch hast du das denn gelernt, Kleiner? Das ist keine Magie. Das ist... nichts. Teddy? Du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich schon einmal verhaftet? Das ist doch der Teddy aus Fall 1. So, was haben wir noch? Der Viewmaster. Ein Viewmaster. Den habe ich als Kind geliebt. Ich werde das nehmen und sehen, ob ich es benutzen kann. In Momenten wie diesen vermisse ich den Streifendienst. Und wir haben den Viewmaster. Schön. Wie toll, was gibt's hier noch? Dinosaurier? Der Staub darunter passt nicht. Ich glaube, er wurde kürzlich bewegt. Aha. Lüftungsschacht? Da kommt ein kalter Zug aus dem Lüftungsschacht. Das kann für die Gesundheit der Kinder nicht gut sein. Ja, da hat er wohl recht. Zug ein Roboter. Ich hoffe, ich habe eines Tages ein Roboterhaustier. Ja. Zu viel Verantwortung. Füttern, Bäuchlein kraulen, ihm beibringen, die Menschheit zu beherrschen. Was? Warum würdest du ihm das beibringen wollen? Ich möchte auf der richtigen Seite stehen, wenn das Unvermeidliche eintritt. Sprechende Hunde. Ja, klar. Ich möchte schon immer Züge und Straßenbahnen, aber keine Hängebahnen. Denken, sie werden was Besseres, weil sie in den Lüften schweben. Ja, okay. Bücher? Warum deine Eltern dich nicht lieben? Alter, ist aber... Babyzetteln Aufstand, alles. Da hört man immer öfters. Ah, großartig. Kindergarten-Kate beschwört den Teufel. Schön. Ah, kann man jetzt hier so durchklicken? Guck mal. Mürrische Chris hasst Spielen. Okay. Lerne bis 107 zu zählen, die höchste der Wissenschaft bekannte Zahl. Ein Leitfaden für babysichere Aufnahmen. Oh, bitter. Papas kleine Enttäuschung. Oh, nein. Oh, das könnte er noch nicht bringen. Wie ist hier vorne? Erne und Barry vor dem finanziellen Ruin. Oh, toll. Das fand ich auch als Kind besonders toll, das Buch. Kleine und große Scheiße retten den Tag. Okay. Vielleicht ist es deine Schuld. Oh, das ist auch finster. Das reicht jetzt aber. So, wir gehen mal in die Science-Fiction- und Fantasy-Ecke. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Ein Büchereiausweis. Wie bequem. Ich hatte erwartet, dass ich durch eine Reihe halblogischer Rätsel durch muss, um einen zu bekommen. Nice! Wir haben den Büchereiausweis. Es ist zwar ein alter, aber er ist unser! So, was haben wir hier? Ein Schachbrett? Was ein großartiges Spiel, hm? Ja, lustig aussehende Figuren. Was Schwert und Schild. Lebten wir im Mittelalter, dann würden wir die Abenteuer des Landvogts von Dünkelsöd und seinen Büttel Dooley erleben. Aha, ja. Hier, Rakete. Als Kind wollte ich immer Astronaut werden. Bis ich herausfand, dass sie ins All fliegen müssen. Sieht aus, als ob ein Stück Aluminium von der Rakete absteht. Das könnte nützlich sein. Oh, und wir haben einen Blechstreifen. Ja. Ja, klar. Okay. So, was gibt's hier? Fantastischer Orbit. Ertrunken im Mondlicht, erwürgt mit dem eigenen BH. Klar. Dr. Hooms. Spannende Abenteuer durch Grammatik und Struktur. Toll. Weltraumwanderung. Mutig an Orte gehen, die sicher von anderen erforscht wurden. Schön. Wie man einen Wolf durch den Wolf dreht. Großartig. Massendefekt.
Sie kamen aus dem Weltall, sie waren Gehirne, Gehirne aus dem Weltall, Weltallgehirne. Blaster, Blaster, Blaster und andere Weltraumwaffen. Intergalaktische Ballistik für Katzen. Düstere Geschichten des Sadventures. Sadventures, okay. Die Bücherei der Bücher. Drachen. Ageismus, was? Der Wicher. Geschichte eines unschlüssigen Abenteuers. Ach, schön. Fantastische Gänse und wo man sie findet. Düstere, ach guck mal, hier ist, ja klar, hier ist, Science Fiction, hier haben wir Fantasy. Düstere Geschichte des Adventures. Okay, das hatten wir schon. Können wir mit dem Schachbrett irgendwas machen? Na, gehen wir mal raus. Wir haben ja noch eine weitere Etage. Die dritte, da gehen wir mal hoch. So, hier haben wir Hobby und Heimwerken und hier ist der Lesesaal. Gemälde. Professor Theodore Bücherei, Erfinder der Bücherei. Nein, ein Wort davon. Kein Wort, nicht ein Wort davon, ist wahr. Ja. Ja, bitte seht's mir nach, wenn ich mal kurz ein bisschen beim Lesen etwas stolpere. Irgendwie, das ist manchmal gar nicht mal so leicht, irgendwie mit diesen verschiedenen Stimmen zu sprechen. So, Kleber. Jemand hat etwas Kleber hier gelassen. Es ist kein Panzerband, aber es könnte nützlich sein. Wir haben Kleber gefunden. Fantastisch. Eine Gliederpuppe. Er sieht aus, als ob er springt. Du würdest ausspringen, wenn dir jemand einen Pfosten in den Hintern schieben würde. Das sind wahre Worte. Warte einen Moment. Das sind Ausdrücke von Kinderbildern. Schau dir nur Mr. Geldsack und seine tiefen Taschen an. Reich genug, um sich Kinderkünstler leisten zu können, die Originalwerke malen. Dieser Typ. Krass. Schön. Töpfe und Pinsel. Warum sind das Attrappen? Du kannst doch die Kinder nicht in die Bücherei kritzeln lassen. Ja, in die Bücher kritzeln lassen. Okay, er wiederholt nochmal. So, hier haben wir die Heimwerker-Literatur, hier haben wir Hobbybücher. Wie man Do-it-yourself selber macht. Mit Do-it-yourself kenne ich mich aus. Ich überrede immer meine Schwester, die Arbeit für mich zu übernehmen. Das nennt sich mittelmäßige Mysterien erschaffen. Von Spooky Doorway Team. Wer immer die sind. Ja, das sind die Macher dieses Spiels. Okay. Was haben wir? Deine Regierung ist also kaputt. Von C. Guevara. Guevara? Der definitive Leitfaden für Landschaftsgestaltung von außen nach unten. Panzerband in Unterhosen verwandeln. Gestalte deinen Genitalbereich nachhaltig. Schön. Dinge, mit denen du Marmeladengläser füllen kannst. Band 3. Würfel aus größeren Würfeln machen. Schön. Detective, das Untersuche und Ermitteln Rollenspiel in der Darkseid-Welt. Okay. Was sagen wir? Kann man hier noch irgendwas? Kann man mit der Schere irgendwas machen? Scheren, ja. Sicher. Zum Schneiden. Nicht sicher, um damit rumzurennen. Okay. Nein. Okay. Da geht nix. Können wir mit dem Kleber was machen? So, gehen wir mal in den Lesesaal. Oh, hallo, Miss. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand hier ist. Oh, hallo. Ich bin Raxa. Ich bin hier, weil ich die seltsamen Vorkommnisse studiere. Ich schätze, das ist auch derselbe Grund, warum du hier bist, oder, Detective? Sicher, das bin ich. Untersuche immer Zeug mit Absicht. Sagst du mir, was du gefunden hast? Naja, da gibt's nicht viel. Aber da scheinst du es eine seltsame. Nochmal. Naja, da gibt's nicht viel. Aber da scheint es eine seltsame Konzentration von Energie im Nebenraum zu geben. Ich suche mal im Internet nach einer Möglichkeit zu verstehen, um was genau es sich hierbei dabei handelt. Nun, sag Bescheid, wenn du etwas findest. So, eine Tafel. Wer braucht keine Kreide im 21. Jahrhundert? Die meisten Leute. Ein gutes Argument. Axas Bücher. Ich hoffe, dass es nichts Verbotenes in diesem Stapel. Schön wär's. Du weißt, was ich meine. So, eine Uhr noch?
An langweiligen Orten wie Bibliotheken scheint die Zeit immer still zu stehen. Ja. Du siehst unwohl aus, Dooley. Das ganze Lesezimmerzeugs. Ja, wie sollen wir jetzt hier lesen, oder was? Kann ich nicht irgendwo anders lesen? Kann der Raum an sich lesen? Und wenn? Was genau liest er? Du hast einen seltsamen Verstand, Dooley. Chief Scully sagt, das ist der Grund, warum sie mich in deine Abteilung versetzt hat. So, dann gehen wir nochmal in den Mikrofilmraum. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Mikrofilmkiste. Das ist Strahlungsenergie, wie Raxa gesagt hat. Ich glaube, das könnte ein Hinweis sein. Vielleicht. Hier gibt es einfach zu viel mitzunehmen. Selbst meine Taschen haben ihre Grenzen. Ja, da können wir hier nicht den Viewmaster... Der Film ist zu groß, es ist ein runder Stecker, eckiger Anschlusssituation. Okay, nur denn, Schere? Nun, ich habe etwas historisches Material zerstört. Hoffen wir, dass es das wert war. Und jetzt, Kanik? Nun, passt. Schauen wir uns an, was ich nicht aus Versehen aus Twin Lakes jüngster Geschichte herausgeschnitten habe. Spinnennoten tun es erneut. Tun es erneut hört sich an, als hätten sie einen Lauf, anstatt schon wieder ein Stadion niedergebrannt zu haben. Kürzungen im Hauptpersonal, am Hauptpersonal der Stadtbibliothek. Durch Kürzungen der Mittel bleibt der Bibliothek nur noch eine Notbesetzung. Ich weiß, dass Doris alt ist, aber das ist dann doch etwas unfair. Es bedeutet, dass hier sehr wenige Leute arbeiten. Oh, ja, nur Doris gerade und sie ist in Wirklichkeit eine pensionierte Ehrenamtliche. Harte Zeiten. Computeraktien gehen rauf. Rauf, runter, runter, links, rechts, B und A. Oh, nein. Was ist das jetzt? Konami-Code? Ja, ich glaube, Konami-Code oder Capcom-Code? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, Konami. Ist geil. Ich hätte das nicht laut aussprechen sollen. Ich glaube, ich habe gerade etwas heraufbeschworen. Ja? So ist es, Ash. So ist es. Klick, klack. Verrückter Detective fordert Kennzeichnungen für Teenager, wo Rituale die Toten zu erkennen geben sollen, die unter uns wandeln. Ja. Ich erinnere mich an den Fall. Was zum... Detective McQueen. Aha. Oh, hallo. Wer bist du und wie kommst du hierher? Oh, Alistair Crowley, okay. Ich bin der, der nie übersehen werden kann. Der Schlamm aus deinen Albträumen, der Kenner des Unbekannten. Aha, das ist ehrlich gesagt nicht sehr hilfreich. Hilfe ist für die da, die sie anzunehmen wissen. Alles klar, sag mir, Wissender des Unbekannten, was ist hier los? Ich, weiß nicht so recht. Aha. Aber ich weiß, dass der Feigling Yeats einen versteckten Raum schützt, einen, der gewaltige Macht und Schätze birgt. Zweifellos liegt das, was für die spektralen Beschwörungen von mir und den anderen verantwortlich ist, in... Die anderen? Die anderen. Detective, mit wem redest du da? Ich rede mit... Weißt du was? Ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. Ja, da sage ich doch mal Golden Dawn, mein Freund. Was haben wir noch hier? Ein Computer. Mal schauen, was wir online finden. Du hast das magische Wort nicht gesagt. Gib Passwort ein. Wir haben kein Passwort, oder? Nein, wir haben kein Passwort. Sieht aus, als müsste ich das Passwort herausfinden. Weiß es Crowley? Wie war das alles nochmal? Yeats, Geheimraum, verrückte Macht darin. Wir sind cool, Bruder. Wir sind cool. Großartig. Es ist immer noch kaputt, aber zum Glück brauche ich es nicht. Jetzt. Tja, dann, Aktenschrank. Warum sollte jemand so viel Akten haben, dass man dafür einen ganzen Schrank braucht, um sie darin zu lagern? Das ist bestechende Logik, ey. Oh.
Wie geht's? Ah! Ach, schau mal an, irgendwie. Wie ist der? Michael Butler? Wie geht's, glaube ich, oder so? Ich glaube, es war. Nicht ein Ire? Irischer Dichter? Ja, okay. Bitte, Sir! Haben Sie einen Moment? Noch einen? Einen weiteren Geist, ja. Mit Ihrer Frage haben Sie die meine bereits beantwortet. Hä? Entschuldigen Sie bitte, aber ich würde gerne wissen, ob Ihnen während Ihrer Reise diese Schuft Crawley begegnet ist. Stark, geheimnisvoller Mann mit einem dummen Hut. Genau der. Ich wüsste, dass er hier irgendwo herumschleicht. Er hat einen versteckten Raum erwähnt. Ja, aber diesbezüglich sage ich nichts weiteres. Aber ich wollte... Kein weiteres Wort mehr, Sir. Kein weiteres Wort. Okay. Gut, also wir sind anscheinend die Einzigen, die Geistzahl sehen können. Also wird wahrscheinlich Raxa auch nichts anderes zu sagen haben. Warum trägst du einen Viewmaster, Detective? Oh, das ist Teil des Spiels, das ich spiele. Das Spiel beinhaltet auch, dass ich vorgebe, mit unsichtbaren Menschen zu sprechen. Keine weiteren Fragen, alles wurde zur vollendsten Zufriedenheit beantwortet. Auf Wiedersehen. Okay, gut. Haben wir denn noch woanders jetzt? Ja. Gale, jetzt Gale. Bist du auch ein Autor? Ich kenne dich nicht. Jo, aber nicht wie die eingebildeten Typen mit ihren literarischen Fiktionen. Ich hab nützliche Zeug geschrieben, wie Hausverkabelung und wie man selbst klempnert. Denkst du, du kannst den Fahrstuhl reparieren? Mit einer richtigen Ausrüstung jetzt. Jo, ich brauche einen neuen Knopf. Nicht vergessen. Neuen Knopf. Neuen Knopf. Neuen Knopf. Moment mal. Bing! Können wir denn... Das jetzt klingt bescheuert, aber... Ich kann nicht mal einen normalen Knopf andrängen, geschweige denn diesen. Lichtstreifen. Nennen wir das Plan B. Können wir irgendwie... Das sollte den Knopf leitfähig machen. Yes! Wir haben einen leitfähigen Knopf. Wie geil! Das müsste funktionieren, aber ich muss jemanden finden, der ihn anschließen kann. Na denn? Na dann? Na aber. Da hab ich doch einen im Sinn. Du bist auch ein Autor, ich erkenne dich. Ja, das hat mich schon. Dann nimm doch diesen Knopf. Könnte dieser Knopf den kaputten Fahrstuhlknopf ersetzen? Ah, mal schauen. Sieht aus, als könnte ich das. Gib mir ein paar Minuten, um das hinzukriegen. Hui, nice, okay, alles klar, er macht den Fahrstuhl ganz. Ich würde mal tatsächlich gerne... Danke, dass du den Fahrstuhl repariert hast, ja. Helfe gern. Cool. Wenn wir ganz kurz hier zu den anderen Räumen, okay. Wer seid ihr? Pratchett, wie schön, Terry Pratchett, nice. Ach, großartig. Und Adams. Adams. Herbert Adams? Oder was? Naja, wir sprechen mal mit ihm. Oh, hey, großer. Großer Fan deiner. Ja, Satzzeichen. Oh, hey, Punkt. Großer Fan deiner Arbeit. Danke. Ja, nicht du. Oh. Okay, also, Sie wollen sich anscheinend nicht ansprechen lassen? Ich habe deine Detective-Bücher gelesen. Wunderbar übertrieben. Okay, sie antworten nicht. Das ist nicht nett. Okay. Ich finde, du solltest das hier lesen. Ich habe das gelesen und fand es gut. Worum geht es? Es ist die Geschichte über das Kind, welches tote Menschen sehen kann. Oh, das ist nichts für mich. Ich habe Angst vor Geistern. Ja. Miss Blyton. Miss Blyton. Nein. Annette Blyton. Kurzer Funfact für die Frau nicht kennen. Also, war eine Schriftstellerin und sie hat sage und schreibe, ich glaube, über 700 Bücher geschrieben? Also, abartig viel. Ich fürchte, ich befinde mich in der Gesellschaft eines ziemlich schrecklichen Haufens. Schmarotzer. Eine Menge davon. Das Kind? Nein. Er ist charmant. Ich meine die anderen. Okkultisten,
Horrorautoren und Heimwerkfanatiker. Schrecklich. Eine Menge davon. Okay. Ja. Na, okay. So, dann fahren wir nochmal nach oben. Oh, schau, Doris hat anscheinend endlich den Knopf repariert. Nein, das war... Ach, vergiss es. Der Bücherwagen. Eine Sammlung von Büchern, die nirgendwo in der Bibliothek hinpassen. Wie man einen Dinosaurier kocht, wenn man jemals einen fängt. Das Internet und andere Hobbys. Architektur der Gedanken von Sarah Bellum. Und MMO, Buchhaltung, sei der fiktive Bankangestellte, von dem du immer wusstest, dass du er bist. Oh Gott. Ja. Hier geht's nicht weiter, hier haben wir ein Fenster. Sieht aus, als wenn man von hier aufs Dach gelangen kann. Zum Glück verschlossen. Ich gehe bei dem Sturm sicher nicht wieder raus. Denn ab in die Horrorecke. Edgar Allan Poe, ach wie schön. Du bringst nicht einmal kleine Mädchen zum Weinen, Howie. Oh ja, H.P. Lovecraft. Nur, weil sie die Angst, die ich heraufbeschwöre, nicht verstehen können, Eddie. Du spielst mit gängigen Klischees. Deinen Groschenromanen fehlt der wahre Horror, bestenfalls Gruselbrei. Deine besten Arbeiten sind nicht einmal von dir geschrieben. Ich hab keine Ahnung, wie ich vorher gerade Edgar Allan Poe gesprochen habe. Betrüger, untoter Trickser. Wenn du so denkst, warum hast du dann meine Arbeit versteckt, Eddie? Ich sage es noch einmal, ich habe das Buch nicht. Du hast es wahrscheinlich versteckt, weil es dir zu gruselig war. Ja. Du bist ein verbitterter Mann. Ach, schön, schön, schön. Er war so ein Kind. Ich bin ganz klar der größere Horrorautor. Für mich schon. Mit meinem atheistischen Horror riss ich die Gedanken einer ganzen Generation auseinander. Mit deinem atheistischen Schrott? Richtig. Ich kriege dich, Kumpel. Komm doch, du kränklicher Kerl. Ihr zwei, hört auf, oder ich sperre euch beide in eine Art übernatürliche Zelle. Er hat angefangen. Oh, gar nicht. Du warst das und dein... Ist mir egal, wer angefangen hat. Ich beende das jetzt. Wartet hier. Und keinen Mucks. Okay. Übernatürliches Bücherregal. Das ist ein gruselig aussehendes Bücherregal. Duli, hast du was zu sagen? Hier oben war ich noch nie. Wegen des kaputten Aufzugs? Weil es hier oben unheimlich ist. Ja, da hat er nicht unrecht. Zitronen für jede Mahlzeit. Es tötet. Ach, jetzt sehen wir die geile Horror-Titel hier. Gib einfach auf. Halswehenwunden, eine illustrierte Geschichte. Eine Anleitung, seinen eigenen Tod zu dokumentieren. Auch schön. Ich habe sein Gesicht berührt. Jobs, für die du nicht genug... Oh, für die du nicht gut genug bist. Oh Mann. Mörder! Okay, alles klar. Gut, also, die streiten sich um ein Buch. Ich habe jetzt auch bloß noch den Bibliotheksausweis und den Kleber. Mal gucken. Achso, vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz hier... Was ist hier los? Ich habe sein verdammtes Buch nicht genommen. Das war die kindische Bleiten. Ah, warum sagst du ihm das nicht? Er hört mir nicht zu. Er ist überzeugt, ich hätte es versteckt, damit mehr Leute meine Bücher anstatt seine ausleihen. Unsinn. Mich kümmert sein Zeitgeist nicht. Meine Arbeiten sind seinen weit überlegen. Okay. Also, wir gehen zu Kinder und zu Frau Bleiten. Entschuldigen Sie, haben Sie Lovecrafts Buch gestohlen? Er und sein Po-Kumpel hören nicht auf, darüber zu streiten, wer von ihnen das gruselige Buch geschrieben hat. Ich nahm sein Buch in der Hoffnung, sie würden aufhören zu streiten.
Anscheinend ist es nur noch schlimmer geworden. Nun, ich kann es nicht zurückgeben, bevor sie mit ihren dummen Gezanke aufhören. Ich kann es einfach nicht. Wie bringe ich die beiden dazu, nicht mehr zu streiten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Doch ist es. Ihr wollt dieses Buch. Ihr sorgt dafür, dass sie aufhören zu streiten. Es muss hier irgendwo ein schrecklicheres Buch als ihres geben. Das würde ihr Gezanke sicher beenden. Ja. Aber wo? Aber wo? Moment. Hat sie hier nicht... Ich würde mir gern das Buch ausleihen, das sie da lesen. Ja! Du brauchst einen Büchereiausweis, um dir Bücher auszuleihen. Den habe ich. Kann ich einen beantragen? Nein. Ich kann gerade nicht helfen. Bin mit meinem Buch beschäftigt. Sorry. Noli, kann ich deine Karte benutzen? Sie sind immer noch Mahngebühren drauf. Ich wette, du willst wieder einen Deal mit mir machen, stimmt's? Warum ist das Fenster zum Dach verschlossen? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Kann ich den Schlüssel bekommen? Fürchte nicht. Warum? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Sehr schön. Kann ich bitte das Internetpasswort haben? Ah. Und dir Zugang zu all meinen schlüpfrigen Manuskripten geben? Keine Chance. Doris, ich brauche das Kennwort für meine Ermittlungen. Und ich muss sicherstellen, dass meine Bücher sicher aufbewahrt werden, bis mein Genie erkannt wird. Also nein. Tja, tschüss. Falls du etwas benötigst, ich bin hier, außer ich bin nicht hier. So, okay, wir haben... Ja, aber ich hab doch hier... Da, nimm ihn! Ich würde gerne das Buch ausleihen, das sie da lesen. Du brauchst ein Bücherausweis. Wie dieser hier? Ja, oh gut. Aber nicht diesen hier. Das ist nicht deiner. Das ist ja nicht mal dein Gesicht. Ja, es war dran. Okay. Aber warte mal, hier ist doch ein Fotokopierer. Ich will das wirklich nicht mit meinem Gesicht... ich will da wirklich nicht mein Gesicht drauflegen. Ja, da wirst du keine andere Wahl haben, mein Freund. Aber ich brauche ein Bild von mir. Ja. Was ich für den Job so mache. Wir haben eine Fotokopie. Sehr schön. Und kann ich jetzt... Ich fühle mich, als wäre ich wieder beim Basteln im Kindergarten. Klebriges Foto und... Das wird der unglaubwürdigste gefälschte Ausweis, den ich in meinem ganzen Jahren als Cop gesehen habe. Und gefälschter Büchereiausweis. Perfekt. So. Denn, junge Dame, her mit dem Buch. Ich würde gerne das Buch ausleihen, das Sie da lesen. Du brauchst einen Büchereiausweis, um die Bücher auszuleihen, ja. Wie den hier? Oh. Alles klar. Hier. Bitteschön. Paul. Paul? Sein Name ist... Mein Name ist Paul. Wie es auf dem Ausweis steht. Meinem Ausweis. Paul, Paul, Paul. Und wir haben einen Schundroman. Ach, wie schön. So, denn ab nach oben. Das sieht ja hier wie Butterschmieren, Freunde. Schundroman. Ist das mein Buch? Nein, ist es nicht. Was ist das? Der schrecklichste Roman, der jemals geschrieben wurde. Und den hat keiner von euch geschrieben. Lass mich das sehen. Junges Mädchen, bla bla bla, umgekehrte Vampire, bla bla bla, Liebesgeschichte. Das hört sich schrecklich an. Seine pure Existenz lässt mich schaudern. Stimmt ihr zu, dass es schrecklicher ist als eure Werke? Hört ihr jetzt auf zu streiten? Einverstanden. Einverstanden. Kannst du glauben, dass etwas so Abscheuliches existiert? Kannst du glauben, dass es so bekannt ist? Stoker würde sich im Grab umdrehen. Ich hoffe, der arme Kerl kennt das nicht. Nun, sie sind weg, aber was jetzt?
Okay, jetzt müssten wir eigentlich nur noch zu Miss Blightons und ihr sagen, dass die aufgehört haben. Ich habe sie dazu gebracht, sich auf das schreckliche Buch zu einigen. Kann ich den Roman jetzt haben? Gut, aber wage nicht zu verstehen, warum sie dieses abscheuliche Ding wollen. Aber ich habe es versprochen. Hier. Und wir haben den Lovecraft-Roman. Welcher ist es denn? Oh, du hast die Illusion des Kindes ruiniert, Detective. Ja, das ist mir Schnitte. Da haben sie ihr vergammeltes Buch. Jetzt lassen sie mich in Ruhe. Na gut. Wen... Okay, wir haben jetzt ein Buch. Okay, wen sollen wir das geben? Kannst du ja mal Yeats geben? Sie können das Buch haben, Sir, aber ich werde Ihnen nicht verraten, wie man den dunklen Ort betritt, in dem die Albträume lauern, nicht solange Crowley hier herumschleicht und genau diese Informationen herausfinden will. Okay, alles klar, also das Buch soll an ihn gehen, aber wir müssen Crowley es verschwinden lassen. Ich habe deinen Freund Yeats getroffen, er sagt, du hörst nicht auf ihn, um hinterher zu spionieren. Er macht mir sehr viel Spaß, den Mann zu quälen. So leicht holländisch. Er sagt, du willst in den Raum, den du erwähntest. Genau. Mir ist hier so langweilig, ich muss etwas tun. Etwas lesen. Warum gehst du nicht mit diesem Computer online? Zwei Wörter. Sichere Suche. Oh, richtig. Vielleicht kann ich das irgendwie umgehen. Bitte. Bleib einfach hier und mach gar nichts. Kann sie mir helfen? Axa, du meintest, dass du im Internet nach Zeug suchst. Wie bist du dadurch die Firewall gekommen? Hast du etwas Unartiges vor, Detective? Nein, aber ich hab diesen Freund, der durch die Firewall der Bibliothek muss. Das ist ziemlich gut abgesichert. Die ist ziemlich gut abgesichert. Überraschenderweise. Ich schätze, Doris war besorgt. Jemand würde sich reinhacken und ihre unveröffentlichte Fanliteratur klauen. Aber ich habe das Admin-Passwort, oh cool, herausgefunden. Somit kann ich die Blockade umgehen. Soll ich es dir geben, damit du es auch benutzen kannst? Bitte. Und wir haben das Admin-Passwort. Es ist 1234. Natürlich, natürlich. Okay, alles klar. Na dann. Jetzt sollte Crowley nach Herzenslust stöbern können. Okay, ich habe es so eingestellt, dass du alles aufrufen kannst, was du willst, ohne Einschränkungen. Ausgezeichnet, du willst dafür nicht hier rumhängen. Richtig, ich lasse dich mal deinen Kram machen. Mach beim Rausgehen die Tür zu. Okay. So, Yeats. Oh, ob ich es gespürt habe. Ja, die Augen dieses Biestes sind nun auf etwas anderes gerichtet. Die Luft ist jetzt reiner. Also reiner. Nun, reiner ist vielleicht nicht der Begriff, den ich verwenden würde. Wie bitte, Sir? Vergiss es. Geh einfach nicht in den Raum, wenn du es vermeiden kannst. Wie Sie meinen. So, nun, was geht es da, um was geht es da bei diesem verborgenen Raum? Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Es gibt einen verborgenen Ort hinter den Horrorabteilungen im vierten Stock. Die Quelle der trügerischen Luftverschmutzung, die dem Gebäude zugesetzt hat, liegt im Inneren. Wie komme ich rein? Eines der Bücher in der L-Abteilung ist ein Hebel. Betätigen Sie ihn und bringen Sie das in Ordnung. Viel Glück, Mann. Hörst du das, Dooley? Was genau? Oh ja, natürlich. Wir müssen in den vierten Stock und den verborgenen Raum, in dem wir ein Buch aus dem L-Regal benutzen. Warte, woher weißt du das alles? Intuition? Na dann. Auf, nach oben! Auf in den vierten Stock! Ja, Gott.
So, hier ist die L-Abteilung, denn soll das Buch wohl... Hier geht nichts. Aber es hört sich an. Es scheint mir mit einem merkwürdigen Klickgeräusch einzurasten. Aha, Hebel. Richtig, wir ziehen hier und... Tada! Nun, das ist die verborgene Tür, von der die Yeats und Crawley gesprochen haben. Schaurio-Portale sind ein wiederkehrendes Motiv, das ich nicht sehr mag. Lass mich raten, du bleibst hier, um mir wieder den Rücken zu decken. Du hast es erfasst, Detective. Versuche dieses Mal nicht niedergeschlagen zu werden. Und hinein mit uns. Was ist das alles? Magiker, Lester Crawleys Handbuch zum populären Zauberspiel. Der Gnostiker Leitfaden für Ghouls und Geister. Rituale für moderne Hexen. Hexuale. Okay, das sind alles illegale Okkultismusbücher. Das ist eine ziemlich hässliche Fundgrube. Warum wusste ich nichts von dem Zeug? So, das Ritualbuch. Eine Ausgabe von Ripley's Cast or Not. Sie ist bei Spirituosen... Was? Bei Spirituosenbeschwören aufgeschlagen. Okay. Ja, schön. Wenn ich es einfach schließe, klärt sich das ganze Durcheinander vielleicht von selbst. Autsch. Scheint durch diese fehlerhafte Verdrahtung aufgeladen zu werden. Na klar. Ein Buch. Ich frage mich, wo die hinführen. Eine Baseballkappe. Was für ein seltsames Ding, um hier zu finden. Ist das der Junge gewesen? Ist der Kinderabteilung? Totkopf. Normale Bibliotheksgebühren. Hä? Was? Oh, wir haben den Totenkopf. Und wer bist du, Shelly? Also, was machen Sie hier? Ach, Mary Shelley, hallo. Die Dame, die Frankenstein geschrieben hat. Wie die Motte vom Licht, so werde ich von den unheimlichen Energien, die von diesem Buch ausgehen, angezogen. Ich mag gruselige Bücher und Elektrizität. Ich habe sogar Kerzen angezündet, um den Spukfaktor zu erhöhen. Ja, alles klar. Freiliegende Drähte. Diese losen Drähte scheinen zum Dach zu führen. Ah, vielleicht, aber wir kommen, warte mal, wir müssen das Dach abschließen. Bücher. Die periodischen Tabellen der geheimen magischen Elemente. Der Schacht. Ein kleines Loch. Ich passe nicht durch, aber vielleicht kann ich etwas runterwerfen, um zu sehen, wo es landet. Doppidu. Ich hoffe, das funktioniert. Oh. Polterpolterpum. Mal schauen, wo das gelandet ist. Hoffentlich ohne Schaden zu verursachen. Das klang jetzt nicht so. Also ich könnte wetten, der kleine Junge war hier oben. So, fast du? Ab in die Kinderabteilung. Und wenig überrascht sein. Was soll der Lärm? Ich kann mich nicht lesen hören. Also Kleiner, was weißt du über die andere Seite von diesem Abzug? Ich wollte das nicht machen. Was machen? Ich war einsam, also ging ich auf Erkundungstour. Da habe ich all diese tollen neuen Bücher gefunden. Aber das, was ich las, war gruselig und ich lief davon. Dann kamen die Geister, aber ich mag sie, weil sie jetzt neue Freunde haben. Sehen Sie, es ist ganz harmlos. Er ist ganz harmlos. Unruhestifter, sperrt ihn ein. In einem Raum voller illegaler Bücher? Sagen wir einfach, beides hebt sich gegeneinander auf. Nur wenn ihr die Geister loswerdet und ihn dazu bringt, sich gelegentlich auch mal woanders aufzuhalten. Er kann zu mir, zu den Blutwölfen kommen. Was? Blutwölfe? Die Bürgermeisterin zahlt nicht mehr weiter die gute Tatsteuer. Okay, also mussten wir uns umbenennen. Ist das okay für dich, Kleiner? Sicher. Das ist großartig. Aber zurück zur anstehenden Aufgabe. Wir müssen den Stromfluss ins Gebäude und in das Buch unterbrechen. Ihr müsst zu dem Blitzableiter auf dem Dach gelangen. Hier
Nehmt den Schlüssel. Heurika, wir haben den Schlüssel. Duli, wir gehen aufs Dach. Aber Träne draußen. Wir haben den Dachschlüssel. Froh genug, ein Blutwolf zu werden? Das bin ich auf jeden Fall, Mister. Ich kann es kaum abwarten, all diese Pfadfinder-Sachen zu... Blutwolf. All diese Blutwolf-Dinge. Ich habe bereits angefangen, über sie zu lesen. In Büschen rumschleichen, Telefongespräche abhören, fremde Binärcodes lesen. Du wirst da voll rinpassen. Also, wie gesagt, ich mag den Humor sehr von diesem Spiel. Das ist halt so dieser überdrehte Adventure-Humor, also à la LucasArts. Toll. So, Fenster. Seufz. Dann los. Ich schätze, ich habe mich bereits vor einem Raum in diesem Fall gedrückt. Ich wusste, ich würde diese Karte zu früh ausspielen. Ja, was hast du, Kumpel? Was hast du? Okay, Verkabelung. Noch mehr Inschriften aus dem Geheimraum und sie führen zum Dach. Ja, na denn? Muss ich wirklich den ganzen Weg da hoch? Höhenangst? Nein. Ja. Okay, Antenne. Die Energie scheint von hier zu kommen. Die Energie scheint von hier zu kommen, aber sie ist zu mächtig, um hier anzugehen. Das ist eine Heiden-Lichtshow. Also, was soll ich machen? So schnell wie möglich runtergehen. Sieht aus, als ob der Stromkreis das Buch unten mit der Antenne verbindet. Ich denke, ich sollte diesen Stromkreis unterbrechen und dann die Antenne an den Blitzableiter anschließen, damit der Strom irgendwo hingehen kann. Ja, das solltest du tun. Also, wir müssen wahrscheinlich hier landen. So, warte mal, lass mich mal überlegen. Was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Ach, Quatsch. Stopp, Blödsinn! Stopp, Blödsinn! So, das sieht gut aus. Autsch, meine Hand. Und der Ring hat aufgehört. Schau mal, Detective, der Strom klingt ab. Stell dir vor. Okay, wir sollten jetzt in der Lage sein, das Buch zu schließen. Na dann? Runter mit uns. Diese Scheißdinger. Ah, so. So, na dann, mach mal zu, das Ding. Flump. Und es funktioniert. Ciao, Terry. Bye, bye. Kofferraum ist erfüllt, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wir all diese Bücher mitnehmen mussten. Duli, die sind verboten. Schwere Schmugglerware. Dann haben wir eine Vereinbarung, Doris. Du bestrafst mich nicht wegen der Bücher und ich verklage das Kind nicht für das Eindringen in den Schacht. Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Kein Spuk mehr. Sie sollten auch die Verkabelung reparieren lassen. Na schön. Komm, Duli. Fahren wir zurück aufs Revier. Wir sehen uns im Camp, Mr. Duli. Bis später, Devin. Fall geschlossen!